bin Steffi. Und ich bin Ricarda. Und ihr schaut Unicat TV. Hallo, ich bin Pia und ich stehe hier jetzt gerade vor dem Bredero-Hochhaus. Und rechts von mir seht ihr das Q und links von mir ist das Zaza. Und hier vorne seht ihr den Eingang zum Yesterdays. Und damit ihr den Eingang findet, gehe ich da jetzt mal lang. Ja, ich sitze jetzt hier im Yesterdays, im Backstage-Bereich. Pia hat euch den Weg ja gerade schon erklärt. Ich habe einen ganz prominenten Gast neben mir. Das ist der Benny von Glückskind. Hallo Unicat TV. Was hältst du von der Party am 8.12. hier? Ja, ich denke auf jeden Fall, die Location ist top. Ist mal was Neues, ist altertümlich eingerichtet, finde ich schön für eine Party. Ist eine gute Idee. Ah, denkst du, könnte ein Top-Event am Samstag werden? Definitiv, auf jeden Fall. Ich habe gehört, du legst auf von 11 bis halb 1. Ja, ich dachte, das Warm-Up ist vielleicht besser für den Abend. Wir haben ja Leute wie Alexei noch hier, die das Main-Programm dann gestalten. Und ich denke, die passen auf jeden Fall besser rein in euer Programm. Perfektes Intro dann von Glückskind. Wir freuen uns auf den Abend. Dahin zurück. Hallo liebe Unicat-Freunde, ich bin der Alex von Unicat TV. Wir haben etwas Neues für euch ausgedacht. Und zwar, wenn ihr auf Unicat TV geht, seht ihr hier, werde Fan von Unicat auf Facebook. Klickt da einfach mal drauf. Dann werdet ihr automatisch weitergeleitet auf unsere Fanpage bei Facebook, Unicat TV. Dort seht ihr auch die aktuellen wöchentlichen Videos von unserer neuen Sendereihe Unicat Nightlife Report. Und dort findet ihr einen weiteren Link und kommt dann zu unserer Spaßgruppe. Deutsche erobern Facebook, 50 Millionen Mitglieder, aktuell haben wir 79. Werdet einfach Mitglied. Sobald wir 100.000 Mitglieder haben, gibt es eine Party in Berlin am Brandenburger Tor. Wir haben noch eine weitere interessante Medienkooperation mit Dailymotion. Ihr findet unsere Videos wöchentlich promotet auf der Startseite von Dailymotion unter dem Kanal Lifestyle. Also immer mal reinschauen. Begleitet wird das alles von der mit uns kooperierenden PR-Agentur X-Motions PR aus Hannover. Hallo, ich bin's, Pia. Ich sitze hier gerade vor der Sonderbar für die Party Hannovers Finest Meets Excessive und ich habe hier gerade den Veranstalter vor mir sitzen. Hallo Manuel, kannst du irgendwas darüber erzählen? Natürlich, also wir haben hier am 10.12. eine Riesenparty. Das ist eine Kooperation mit der Elsa-Brennstrom-Schule, mit deren Label. Excessive wird eine Abi-Party und eine Party von uns, Hannovers Finest. Wir haben jetzt hier als DJs Escalade zum Beispiel oder auch Mr. Mint, Vanesk und auch Treibklang. Ich denke, das wird ein riesen Event. Wir haben als Sponsoren auch Pickup. Die liefern hier kostenlos Pickup an für den ganzen Abend. Also alle haben kostenlos Pickup hier. Es gibt eine riesen VIP-Area unten in der Lounge. Mit einer Top-Party. Kommt hin. Macht euch was gefasst. Warum gerade Sonderbar? Ja, Sonderbar ist ja eigentlich eine Off-Location. Also sind ja generell keine Partys, sind ja eigentlich eine Bar. Und wir dachten uns, Discos ist ja jede Woche eigentlich was. Oder Clubs halt. Und deswegen dachten wir mal, eine Bar ist mal was anderes. Und da könnte man eventuell auch mal eine Party drin machen. Ist ein Versuch, der wahrscheinlich auch klappen wird. Und haben wir hohe Hoffnung dabei. So, und ich gebe jetzt ab an den Alex, der steht nämlich schon vor der Buggy. Ja, danke Pia. Jetzt stehe ich hier vor der Buggy, denn hier findet am 21. Dezember nochmal Hannovers Finest statt, und zwar die Pre-Xmas oder Christmas Party mit Massimo, Glückskind, Mr. Mint, Winley und Sex und Lord Poltergeist und zwei heißen Weihnachtsgogos. Da haben wir auch schon mal ein Video vorbereitet, das wird gleich eingeblendet. Wir wünschen euch ja viel Spaß. So, und jetzt gebe ich nochmal ab zum Manuel, der steht jetzt schon vom Sino, denn da ist noch eine Party. Also wir haben volles Programm im Dezember. Also bis gleich. Ja, ich bin jetzt schon hier im Sino. Ich finde ja auch unsere Party Hannovers Finest am 27.12. statt. Unter anderem haben wir hier auch das DJ-Contest-Finale zu unserem DJ-Contest am 17.12. Zudem legen die Alexei und auch Glückskind auf und eben die beiden Finalisten legen jeweils für eine Stunde auf. So eine Top-Party. Wir freuen uns auf euch.